Epheser 6, Vers 17, nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Soweit diese drei Zeilen aus Epheser 6, Vers 17, die uns heute Abend in der Kürze der Zeit bewegen sollen. Liebe Brüder und Schwestern, bevor wir in dieses Wort hineingehen, möchte ich noch einmal von einer anderen Seite her beleuchten, was Glaubenskampf für uns als Kinder Gottes bedeutet. Und zwar an einem Erlebnis aus Amerika, und zwar vor über 100 Jahren, als es dort noch die Sklaverei gab. Und unter den Sklavenhändlern gab es auch gute Herren, die ihre Sklaven anständig und fürsorglich behandelten. Und von diesen Sklaven sind ja viele, viele gläubig geworden, schon aus dem Grunde, weil die Mentalität der Negersklaven ganz anders offen ist für das Evangelium und weil sie ja von dieser Erde nichts mehr zu erwarten hatten als nur Sklaverei und Tod. Ihre Freude war der Himmel. Deswegen haben wir ja die schönsten Lieder, auch gerade aus den Erweckungsbewegungen der Neger aus dem vorigen Jahrhundert. Und dort war nun so ein reicher weißer Farmer aus den Südstaaten von Amerika, der hatte einen lieben Negersklaven, der ist Samuel. Er sagte liebevoll Sam zu ihm, und wenn die beiden ins Gespräch kamen, ging es bei dem Negersklaven fast immer nur um den Glauben. Aber sein Herr wollte und wollte nicht glauben, und er hielt sich aber zu gerne mit seinem Samuel und war überrascht, was für treffliche Antworten der hatte, denn sein Herr war ja schließlich ein studierter Mann, und ihm war es eine Freude, den Samuel in die Ecke zu treiben, damit er seine Waffen strecken sollte, was aber sehr selten geschah. Eines Tages fuhren die beiden auf Entenjagd, wie das so früher war, die reichen Herren müssen ja schließlich ihre Zeit etwas vertreiben. Und der Samuel war niedergeschlagen, er war etwas traurig, er hatte Anfechtung. Und sein Herr hänselte ihn und sagte, Samuel, siehst du bist ein Gotteskind, du bist erlöst, du hast den großen Heiland im Himmel und bist traurig und niedergeschlagen, hast Probleme, hast Anfechtungen. Sieh mal, bei mir ist das ganz anders. Ich glaube nicht an Gott. Ich habe mich nicht bekehrt, ich bin kein Kind Gottes, mir geht's immer gut. Ich könnte zu Recht singen, alle Tage Sonnenschein. Und so hänselt er den Samuel, der nun innerlich betet, was er seinem Herrn für eine Antwort geben kann. Aber die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Irgendwo im Schilf, im Gebüsch, dort an dem See, wo sie auf der Entenjagd sind, fliegt ein Schwarm Enten hoch, blitzschnell reißt sein Herr nun das Gewehr an seine Seite, an sein Gesicht, an seine Backe und zielt und schießt zwei Enten ab. Die eine fällt tot wie ein Stein vom Himmel und die andere flattert noch im Gebüsch, im Schilf herum. Nun sagt sein Herr zu dem Samuel, wir fahren erst die angeschossene Ente holen und dann holen wir zum Schluss die Ente, die gleich tot ist. Und während nun der Neger treu seine Arbeit erfüllt, hat auch gleichzeitig die Antwort. Er sagt, weißt du, Herr, mit uns beiden ist das so, wie mit diesen beiden Enten. Sieh mal, die Ente, die tot ist, die haben wir zuletzt geholt, weil die uns sicher war, denn die war ja mausetot. Die konnte nicht mehr wegfliegen oder hier unten wegschwimmen. Aber die Ente, die angeschossen war, die mussten wir zuerst haben, denn die hätte uns ja noch entwischen können. Siehst du, Herr, so ist es zwischen mir und dir. Du bist ganz tot in Sünden und Übertretungen. Dich lässt der Teufel bis zuletzt, er lässt dich hier zufrieden, weil er dich ganz sicher hat und holt dich zum Schluss, so wie wir jetzt zum Schluss die tote Ente geholt haben. Aber bei mir ist das anders. Ich habe göttliches Leben in mir. Ich bin von dem breiten auf den schmalen Weg gekommen. Und der Satan versucht alles, mich wieder zurückzuziehen auf den breiten Weg. Und deswegen habe ich die Anfechtung, weil der Satan immer erst zu mir kommt. Und deswegen geht dir es so gut, weil der Satan dich zum Schluss ganz sicher hat. Nun, ihr Lieben, wir wissen nicht, ob sein Herr sich bekehrt hat. Aber wenn wir das heute Abend hören, müssen wir doch sagen, ein sehr nachdenkenswertes Wort. Ein Wort, das dem Psalmisten Asaf schon bewegt. Warum geht es den Gottlosen so wohl? Nun, warum wohl? Weil der Teufel sie sicher hat. Die kriegt er sowieso, da braucht er keinen Finger für zu krümmen. Aber uns, die Gläubigen, ficht er an. Wir haben göttliches Leben in uns. Uns will er zurückreißen in das Verderben. Und deswegen, ihr Lieben, gilt uns diese Botschaft. Uns, die wir Anfechtung, Probleme, Kämpfe, Sorgen,
Zweifel habe. Das haben wir als Kinder Gottes. Ihr Lieben, bei uns ist nicht alle Tage Sonnenschein. Natürlich ist der Jesus Christus für uns alle Tage Sonnenschein. Aber bedenken Sie bitte, dass wir einen erlösten Geist in einem unerlösten Leibe haben. Und wir haben Probleme und Anfechtungen in uns und mit uns selbst genug. Und ich meine, wir sollten jetzt auch das Wort der Bibel hören. Wie wir den Glaubenskampf führen sollen, nicht in erster Linie, wenn die Verfolgung auf uns zukommt. Oder wenn Trübsal oder andere Dinge kommen, dass man uns zu Tode bringen soll. Oder dass wir in eine schwere wirtschaftliche Misere hineinkommen. Oder dass ein lieber Mensch aus unserer Familie stirbt oder einen Unfall erleidet. Nein, ich rede jetzt von unserem ganz normalen, gut bürgerlichen Zustand, wo wir runde 40 Jahre in unserem Land Frieden und Freiheit haben, das Evangelium zu sagen, wo wir in einem Lande der Wohlstand, der Technik zufrieden leben, wo wir ungestört unsere Gottesdienste haben, wo uns keine Raudis die Fensterscheiben einschlagen, wo das Licht nicht ausgeht, weil Strom gespart werden muss, wie das zum Teil in den Ostblockländern ist. Dann ist das so, dass die Gemeinde beim Gottesdienst sitzt, wie wir da, und plötzlich geht das Licht aus und sie sitzen im Finstern da. Nein, bei uns ist alles ganz normal. Wir haben ein normales Haus, eine normale Familie, einen normalen Beruf, eine normale Gemeinde und haben mit uns persönlich Glaubenskampf, Anfechtungen, Sorgen, Kämpfe mit Zweifeln, mit Unglauben. Der Teufel will uns einreden, dass wir nicht errettet sind. Wir haben gottlästerliche Gedanken, wir kämpfen mit der Unreinheit, wir haben es mit dem Zorn zu tun, der uns immer wieder übermannt. Es sind so viele Dinge, wo wir mit uns selber nicht fertig werden. Und ihr Lieben, ich meine, wir sollten jetzt für uns ganz persönlich hören, was der Herr uns sagen will, denn gestern Abend hörten wir nun ausführlich, dass wir die Welt evangelisieren sollen. Wir haben zwar keine große Welterweckung zu erwarten, weil die Bibel sagt, dass die Endzeit gekennzeichnet wird von dem großen Abfall und von den Zeiten Noahs und von der Weltdämonisierung. Aber wir haben den Tod des Herrn zu verkündigen, bis dass er kommt. Wir haben es draußen, denen, die draußen sind, ihnen zu sagen. Das hörten wir gestern. Aber ihr Lieben, heute geht es mehr um uns persönlich. Wie werde ich mit mir selber fertig? Wie bekomme ich Sieg über die in mir noch wohnenden Sünde? Wir haben ja schon viel darüber gehört diese Woche. Aber ich darf es heute Abend von dem Helm des Heils und von dem Geistesschwert erklären. Und dieses Geistesschwert ist das Wort Gottes. Warum gebraucht der Apostel Helm des Heils und Schwert des Geistes? Ich darf es noch einmal sagen, der Satan ficht uns ganz persönlich an. Wir können in goldenen Schlössern wohnen. Und wir können in einem Schlaraffenland leben, dass uns die gebratenen Hähnchen in den Mund fliegen. Und trotzdem werden wir mit uns selber nicht fertig. Nun hören Sie. Der Apostel Paulus sagt hier also, es ist jetzt die fünfte und die sechste Ergänzung, was zur Waffenrüstung gehört. Das erste war mit Wahrheit umgürtet, das zweite war der Panzer der Gerechtigkeit. Das dritte die Bereitschaft, das Evangelium zu treiben. Das vierte der Schild des Glaubens. Und nun fünftes Helm des Heils, sechstes Schwert des Wortes Gottes. Das heißt eigentlich, habt aufgesetzt, habt festgeschnallt, habt am Kopf befestigt den Helm des Heils. Denn wir wissen ja, dass die Kämpfer in der alten Zeit nicht einfach sich so einen Stahlhelm überstülpten, der da damals etwas anders aussah wie bei uns heute. Die Helme, sondern jeder Helm damals wie heute wurde mit einem Riemen festgeschnallt. Der Helm musste fest sitzen. Was half nun einem Soldaten seine ganze Rüstung, wenn er einen Schlag oder einen Schuss in oder auf den Kopf bekam, dann war er erledigt. Wir sehen ja das beim Riesen Goliath, wie dieser kleine Hirtenjunge David mit der Schleuder wirft und der erste Stein bringt diesen Riesen zu Fall, weil er am Kopfe nicht genügend geschützt war. Man nimmt an, dass der Goliath hämisch und gotteslästerlich gelacht hat. Und bei seinem Lachen und Gottspotten hat er den Kopf zurückgeworfen, wie ein Mensch in einer hochmütigen Gebärde das tut. Und während er den Kopf zurückwirft, wirft er das Visier beim Helm zurück. Das also Visier nach hinten geht und das Gesicht und hier oben die Stirn wird frei. Und in dem Augenblick kommt der Stein angesaust und er ist ein Mann des Todes. Wir müssen also hier genau darauf achten
Unser Haupt muss geschützt sein. Es kann ein Mensch ein Bein verlieren, es kann ein Mensch am Magen operiert werden. Es gibt ja heute allerlei Möglichkeiten, dass ein Mensch nach Operationen überleben kann, aber am Kopf ist wenig zu machen. Ohne Kopf kann kein Mensch leben. Er kann vielleicht ein Ohr oder ein Auge verlieren oder ganz blind sein. Aber normalerweise ist am Kopf wenig zu machen. Es sind wenig Fälle, dass ein Mensch überhaupt überlebt, wenn er einen Tumor im Kopf hat. Wir sind über diese Dinge informiert. Und nun sagt hier der Apostel, der Helm des Heils ist für die uns wichtigste, für die zentrale Stelle des menschlichen Leibes. Unser Haupt muss geschützt sein. Nun übernimmt der Apostel das aus dem griechischen, römischen Alltag. Denn die Römer, die Griechen hatten eine große Kriegskunst. Man kann da ganze Bücher drüber studieren und vielleicht hat Apostel Paulus auch diese Rüstung der römischen Soldaten gesehen, weil er ja diesen Brief aus der römischen Gefangenschaft geschrieben hat, wie wir wissen. Epheser, Philippa, Kolosser und dann den zweiten Timotheusbrief später. Und dann wird er wahrscheinlich diesen römischen Soldaten in seiner ganzen Montur und Rüstung vor sich gesehen haben. Und dann ist ihm das neu groß geworden für das Geistliche. Und geistlich bedeutet es, wie ein antiker Soldat seinen Helm als Kopfschutz aufsetzt und festschnallt, so muss ein Gläubiger das Heil in seinem Leben als zentralen und wichtigen Schutz haben. Wird ein Gläubiger vom Feind an dieser zentralen Stelle des Heils getroffen, ist er verwundbar bis zum Tode hin. Was ist das nun für ein Helm des Heils? Natürlich ist das, wenn wir es weitläufig auslegen, das Siegesheil von Golgatha. Es ist das Heil, was der Sohn Gottes objektiv für uns vor rund 2000 Jahren vollbracht hat. Aber nun die Frage, ihr Lieben, wie wird dieses objektiv vollbrachte Heil, mein subjektiver und persönlicher Heilsbesitz? Wenn ich so an meine vielen Israelreisen denke, dann muss ich sagen, es leben in Jerusalem 430.000 Menschen. Es kommen jedes Jahr in dieses Land 1.300.000 Touristen. Davon sind 200.000 aus den arabischen Ländern, was man hier im Westen gar nicht hört. 500.000 Juden, 600.000 Menschen aus den christlichen Ländern. Über 4 Millionen Menschen wohnen in diesem Lande. Und in diesem Lande hat der Sohn Gottes das Erlösungswerk vollbracht. Ja, aber man kann sie ja bald an den 10 Fingern abzählen, von denen, die wirklich an das Erlösungswerk glauben. Obwohl die Menschen dort in diesem Lande leben, wo der Sohn Gottes am Kreuze ausrief, es ist vollbracht. Obwohl Millionen und Abermillionen jedes Jahr dorthin pilgern, ist die Zahl derer, die das Heil und den Heiland und die Erlösung persönlich subjektiv erfasst haben, klein. Es ist das Geheimnis der Gemeinde. Es ist die Ekklesia. Es sind die wenigen Gläubigen, die dorthin kommen. Und die Masse der Menschheit weiß mit dem objektiven, vollbrachten Heil von Golgatha nichts anzufangen. Dann hat man Kirchen dorthin gebaut und sieht riesengroße Gemälde und Kruzifixe und Bilder. Und der Mensch bleibt in seinem Herzen unerlöst. So wie es die Emmaus-Jünger zu dem fremden Wanderer sagen, gehörst du auch zu den Fremdlingen, der hier in Jerusalem war und weiß nicht, was in diesen Tagen darin geschehen ist. Ach, wie viele Fremdlinge pilgern an die heiligen Stätten und haben absolut keine persönliche Beziehung zu dem vollbrachten Heilswerk. Brüder und Schwestern, wir aber haben es. Und unsere Beziehung zu diesem vollbrachten Heilswerk von Golgatha, unsere Beziehung ist in der Heilsannahme durch den Glauben zur Heilsgewissheit geworden. Und ich persönlich glaube nichts anderes als das, dass der Apostel hier von dem Helm des Heils als von der Heilsgewissheit spricht. Wir brauchten ja in unseren Gedanken gar nicht nach Israel abzuschweifen. Wir könnten in unserem Lande bleiben. Circa 16 Millionen Menschen nennen sich Christen. So und so viele Millionen Katholiken, so und so viele Millionen Evangelische. Aber lieben, fragen Sie mal die Menschen nach ihrem persönlichen Heilsbezug. Fragen Sie mal die Menschen, ob sie Heilsgewissheit haben.
Sprechen Sie mal mit den Menschen darüber, was ist, wenn du gestorben bist. Weißt du dann hundertprozentig, dass du in den Himmel kommst? Kannst du mit dem Liederdichter bekennen und sagen, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldschein ist zerrissen und so wahr die Sonne am Himmel pranget, so wahr habe ich Sünder Vergebung erlangen? Tja, ihr Lieben, dann werden Sie Antworten bekommen. Der normale Namenschrist hat keine Heilsgewissheit. Warum nicht? Weil er keinen persönlichen Bezug zu dem vollbrachten Erlösungswerk von Golgatha hat. Und wir als glaubende Gemeinde haben den persönlichen Bezug. Das objektive Heil wurde unser persönlicher Heilsbesitz durch den Glauben, weil wir im Glauben das Heil von Golgatha angenommen haben. Und nun, ich kann dieses Wort nicht anders auslegen, ist dieses angenommene Heil für uns zur Heilsgewissheit geworden, dass wir sagen und singen können, ich weiß es, ich werde es behalten. Solang Gottes Hände das Reich noch verwalten, solang Gottes Sonne am Himmel noch pranget, so wahr habe ich Sünder Vergebung erlangt. Das ist Heilsgewissheit. Und ihr Lieben, Dr. Martin Luther sagt, wer die Heilsgewissheit leugnet, der speit den Glauben aus. Und es gehört zu den Grundlagen unseres Glaubens, dass wir Heilsgewissheit haben, ihr Lieben. Es gehört zu den Grundlagen der Erlösung, man möchte fast sagen, zu den Anfängen. Wenn ein Mensch gläubig wird, sagen wir heute Abend, wird einer gläubig, der muss sofort bei seinem Gläubig sein, bei seiner Wiedergeburt die Heilsgewissheit bekommen. Weil die Heilsgewissheit in ihm geschenkt wird, durch das Zeugnis des Heiligen Geistes, wie Paulus im Römerbrief sagt, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht ein Prediger redet uns das ein, oder wir füllen irgendeine Karte aus oder heben die Hand und sagen, nun, wir wollen Gottes Kinder werden, und andere Leute sagen, nun, bist du ein Kind Gottes? Nein. Sondern die innere Gewissheit wird geschenkt durch den Heiligen Geist, und der Heilige Geist verklärt das ganze Heil Jesu Christi, was Christus auf Golgatha für uns vollbracht hat. Damit identifiziert uns der Heilige Geist, damit macht uns der Heilige Geist eins. Und das, ihr Lieben, ist die wahre Geistestaufe. Und ich muss das in allererster Linie bei Römer 6 als Geistestaufe sehen. Und dann erst die Wassertaufe, dass dort gesagt wird, wir sind mit Christum in den Tod getauft. Oder denken Sie nur an 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Wir sind alle durch einen Geist zu einem Leibe getauft. Der Heilige Geist tauft uns in den Leib Christi hinein, wenn wir uns zu ihm bekehren, wenn wir Jesus annehmen, wenn der Heilige Geist die Wiedergeburt in uns wirkt, dann tauft er uns in den Leib Christi hinein, verbindet uns mit Christus, mit seinem Kreuz, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, mit seinem Heilswerk, und daraus resultiert die Heilsgewissheit. Ihr Lieben, die Heilsgewissheit besteht nicht in unseren Gefühlen. Das ist eine ganz große Not vieler Gotteskinder. Dass viele Gotteskinder ihr Glaubensleben in Gefühlen leben. Oh, wenn man so schön singen kann und hat einen wunderbaren Gottesdienst erlebt und hat eine Predigt vernommen, wo das Gefühl angesprochen war, dann geht man glücklich nach Hause. Dauert aber keine 2 Stunden, wenn Anfechtungen kommen, vielleicht sind Zahnschmerzen da. Und der Mensch muss am Sonntag zu einem Notarzt, und rasende Zahnschmerzen quälen ihn. Ja, wo ist dann die Heilsgewissheit? Dann ist plötzlich die Heilsgewissheit verschwunden, weil das selige Gefühl nicht mehr da ist. Und wenn wir am Montag in den grauen Alltag müssen, so den ungläubigen Arbeitskollegen, auf einmal ist das selige Gefühl nicht mehr das, was wir am Sonntag hatten. Ihr Lieben, die Heilsgewissheit gründet sich nicht auf unser Gefühl. Die Heilsgewissheit kann uns Freude geben. Und die Freude kann unser Gefühl beflügeln, dass wir aus Dankbarkeit die Glaubenslieder singen. Das ist richtig. Aber die Heilsgewissheit gründet sich auf das Erlösungswerk von Golgatha, 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welches Jesus Christus. Und ihr Lieben, diese Heilsgewissheit kann uns niemand rauben und niemand nehmen. Ich rede jetzt von unserem Normalzustand. Ich rede nicht davon, dass wir sündigen. Die Sünde ist der Leute Verderben, auch der gläubigen Leute, ja. Ich rede jetzt nur von denen, die Christus nachfolgen, die diesen Helm des Heils, die Heilsgewissheit, wie einen Helm auf ihr Haupt gesetzt haben und die darum unüberwindlich sind. Es gibt aus der Kirchengeschichte
erschütternde Erlebnisse von Menschen, die uns das bezeugen. Der bekannte Bibelausleger Paul Le Sœur ist ja der älteren Generation noch bekannt. Er kam vor dem Ersten Weltkrieg in Berlin in der berühmten Wilhelmstraße zum Glauben, wo der christliche Verein junger Männer damals eine große Erweckungsbewegung war, durch einen von Schlumbach aus Amerika, ein Deutsch-Amerikaner, gegründet. Und dann lebte dort ein Eberhard von Rothkirch, der hat im Krieg 1870 ein Bein verloren, 1870. Und er war damals vor dem Ersten Weltkrieg der Seelsorger für die jungen Leute. Nur er war Forstmeister und er konnte natürlich nicht mit einem Bein mehr durch Forst und Wald gehen. Er hatte sich vorzeitig pensionieren lassen und lebte nur noch der geistlichen Reichsgottesarbeit. Und da sitzt nun dieser junge Student, dieser Paulus Sœur, vor ihm, hat keine Heilsgewissheit. Der Paulus Sœur geht liebevoll, aber sehr deutlich mit ihm um und sagt: Junger Mann, haben Sie einen Anzug, einen Rock zu Hause im Schrank? Wissen Sie das? Ja, das habe ich, das weiß ich. Junger Mann, sind Sie verlobt? Haben Sie eine Braut? Wollen Sie heiraten? Nein, das habe ich noch nicht, aber das will ich mal später. Gut, sagt Eberhard von Rothkirch zu dem jungen Studenten, Sie wissen, dass Sie einen Anzug im Schrank haben. Sie wissen, dass Sie noch nicht verheiratet sind und noch keine Braut haben. Das wissen Sie, aber dass Sie einen Heiland haben, wissen Sie nicht. Ist doch seltsam. Also haben Sie keinen Heiland. Wir wollen zusammen beten und auf die Knie gehen. Jetzt gehen die beiden auf die Knie. Paulus Sœur nimmt den Herrn Jesus in sein Herz auf und hat Heilsgewissheit bis zum Jahre 1935, also runde 30 Jahre später, er in Indien an einer schrecklichen Darmkrankheit das Bewusstsein verliert, an einer sogenannten Ruhr durch irgendeine Infektion, liegt wochenlang in einem indischen Krankenhaus, weiß nicht, wo er ist, wer er ist, wie er heißt, weiß nichts mehr. Es dauert dann Wochen, ehe er von seinen Fieberfantasien wieder in das normale Leben zurückkehrt. Das Gedächtnis kommt langsam zurück. Und als er dann nach Deutschland zurückkommt, predigt er, was er in Indien erlebt hat. Er hat nichts mehr gewusst, wo er kommt, wer ist, wo er ist, wie er heißt, wie alt er ist, seine Namen, nichts mehr. Alles war weg. Aber eins war nicht weg. Der Name Jesus leuchtete hell in seiner Seele. Und zu ihm konnte er beten, wenn er auch nicht mehr wusste, dass er Paulus Sœur war. Aber da war ihm sein Heiland ganz nah. Ihr Lieben, das ist Heilsgewissheit. Und das erzählen uns die amerikanischen Missionare, die 1949 von den Rotchinesen durch die Gehirnwäsche gejagt wurden, dass sie nicht mehr wussten, wer sie waren. Aber die Rotchinesen konnten ihnen nicht auslöschen. Jesus, die Heilsgewissheit, das Erlösungswerk in ihrem Herzen. Es gibt ein kleines Taschenbuch, das heißt Am Tor der gelben Götter. Am Tor der gelben Götter, darüber schreibt einer der Missionare, wie Gott sie durch die Gehirnwäsche der Rotchinesen hindurchgebracht hat. Jetzt brauchten wir nur einen Ausflug nach Bethel machen oder in eine andere der Anstalten, wo Kranke gepflegt werden. Oh, ihr Lieben, wie viel sogenannte Geisteskranke können gläubig werden und können Heilsgewissheit behalten, weil die Heilsgewissheit nicht an den gesunden Verstand, an das Intellektuelle des Menschen sich richtet, sondern an das Herz und an das Gewissen des Menschen. Und das ist jetzt das große Geheimnis von Epheser 6, Vers 17. Ihr Lieben, wir können nur wahrhaftige und gute Glaubenskämpfer sein, wenn wir in dieser tiefen und festen Heilsgewissheit sind. Und wir brauchen keine Sorge zu haben, wenn wir dann an den Kranken- und Sterbebetten unserer lieben Angehörigen stehen, die haben das Bewusstsein verloren oder haben einen Schlaganfall bekommen oder sind so verkalkt, dass sie nicht mehr wissen, wer sie sind und die Angehörigen nicht mehr erkennen. Die Heilsgewissheit ist da, ihr Lieben. Die Heilsgewissheit hat nichts mit einer Arterienverkalkung im Gehirn zu tun, wo ein Mensch dann alles vergisst und wenn er alt ist, dass er seine Angehörigen nicht mehr erkennt. Ihr Lieben, ich bin von 17 Jahren im ununterbrochenen Gemeindedienst gewesen. Ich bin viel als Evangelist gereist. Aber meine Hochschule für den evangelistischen Dienst war und ist und bleibt der Gemeindedienst. Und wenn ich an die vielen Sterbebetten denke, wo ich Kinder Gottes in die andere Welt geleiten durfte. Ich denke an einen Mann von über 80 Jahren, ich meine, er wäre 85, 86 gewesen. Wenn der aus dem Gottesdienst kam und ich hatte da meinen Gottesdienst gehalten, eine Stunde gepredigt,
Da sagt er zu mir, wer bist du eigentlich? Nun, ich klärte ihn auf, wer ich war. So, du hast die ganze Stunde gepredigt. Dann zog er sich seinen Mantel an und seine Schwiegertochter und seine Schwägerin, die Schwester seiner Frau, die geleitete ihn dann an die Tür, kam er wieder an für mich. Du sag mal, wer bist du eigentlich? Zweites Mal, wusste nichts mehr. Er kam ins Krankenhaus, lag einige Wochen im Krankenhaus, er kannte seine Angehörigen nicht mehr. Und ich besuchte ihn, so oft ich konnte. Ich hatte ihn freitags noch besucht und Samstagvormittag wurde er dann von Gott in die Ewigkeit gerufen. Und ich sage, wir wollen miteinander Gottes Wort lesen. Guckt mich an, als ob ich eine fremde Sprache mit ihm spreche. In dem Augenblick, wo ich aber anfange zu lesen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Betet er, spricht er den Psalm vom ersten bis zum letzten Vers durch. Ich lese mit ihm Psalm 32, ich lese mit ihm Römer 8, all diese Stellen, die ihm Trost geben. Plötzlich ist er ganz klar. So, wir wollen zusammen singen. Guckt mir wieder ganz entgeistert an. Er weiß ja gar nicht, was ist das Singen. Ich fange an zu singen, ich bin durch die Welt gegangen. Dann singt er alle 5 Strophen in der zweiten Stimme mit. Weiß nichts mehr. Aber das Geistliche in ihm ist und bleibt klar. Warum? Weil ja Gott sein Heil nicht an unseren sterblichen, kranken, dem Tode verfallenen Menschen knüpft, sondern Gott wirkt sein Heil in einer Wiedergeburt, in einem neuen Menschen. Und der neue Mensch ist, ich darf es mal so differenziert sagen, ist unabhängig von diesem alten, sündigen Menschen. Also nicht unabhängig, dass wir uns recht verstehen, der alte Mensch kämpft gegen das neue Leben, Fleisch und Geist sind wiedereinander. Aber nur, dass nicht jemand denkt, eine Wiedergeburt ist eine Neuauflage des alten Menschen. Eine Wiedergeburt ist eine Regeneration des alten Menschen. Ihr Lieben, eine Wiedergeburt ist etwas ganz Neues. Etwas Himmlisches, etwas Herrliches, etwas Wunderbares. Und das hat eben mit diesem alten sterblichen Leib nichts zu tun, der vergeht. Gar nichts, ihr Lieben. Ich erinnere mich, dass Heinrich Kemner mal erzählt, dass irgendein Ehepaar in Norddeutschland, sie hatten einen nach 10-jähriger kinderlose Ehe, ein entzückendes Mädchen bekommt, bekehrt sich sehr früh und als das Kind in die Pubertät kommt, wird es völlig irre. Völlig irre und wahnsinnig. Sie müssen das arme Geschöpf in die Anstalt bringen und Sie können sich vorstellen, soweit ich mich erinnere, waren die Eltern, der Vater war Lehrer, können Sie sich vorstellen, das einzige Kind im Irrenhaus sitzt mit einem verblödeten Gesicht Jahr für Jahr teilnahmslos dort in der Anstalt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das gegangen ist. Eines Tages ist die Mutter mit dem Vater wieder dort, sehen ihre unglückselige Tochter, lieben ihr Kind, weinen um ihr Kind. Und die Mutter fängt vor lauter Verzweiflung an, eine Strophe zu singen. Von einem Lied, das die Tochter so gerne gesungen hat, als sie noch normal war. Und plötzlich hält sich das verblödete Gesicht ihrer kranken Tochter auf. Sie singt mit, von der ersten bis zur letzten Strophe. Sie ist völlig normal. Vater und Mutter kriegen kein Wort heraus, sie singen so laut sie nur können, danken Gott, während sie singen und stürzen dieser wiedergewonnenen Tochter in die Arme, jauchzen und freuen sich, dass Gott das Wunder getan hat, dass ihr Kind wieder normal ist. Und im Augenblick, wo der letzte Atemzug verklungen ist mit der letzten Strophe, wird das Kind wieder blöd und bleibt so, wie es immer war. Und ist so gestorben. Und ihr Lieben, das ist das große Geheimnis. Das ist schwer für die Eltern, ein Kind so in einer Anstalt besuchen zu müssen. Aber der Trost für die Eltern war, und deswegen ist es ja offenbar geworden, sowas würde man ja nie erfahren, wenn das nicht weiterzählt würde, wenn ich gesagt würde, bitte predigen Sie das mal, dass die anderen das auch hören. Der Trost für die Eltern war, dass ihr Kind bei Gott, dass sie, darf ich mich mal so ausdrücken, dass sie sterbliche Seele, dass das Erlöste, dass das Wiedergeborene in ihrem Kinde von der Geisteskrankheit unantastbar war. Das war der Trost für die Eltern. Auf den Herren von Hittin, weil sie mit ihren dicken Rüstungen ankamen und gegen die Sarazenen nicht vorgehen konnten. 12.000 Menschen wurden dort auf bestialische Weise umgebracht. Es erschaudern, wenn man das liest, wie viel Menschenblut dort geflossen ist. Hier steht nun nichts von dieser gewaltigen, mittelalterlichen Ritterrüstung, sondern hier steht von dem Brustpanzer. Also
Nur der Panzer, der vorne die Edelorgane schützt, Herz, Lunge, Magen, Gedärme, der Brustpanzer. Und nur vorne, weil alle die hier beschriebenen, vom Heiligen Geist beleuchteten Teile der Waffenrüstung Angriffswaffen sind. Immer nach vorne. An den Beinen gestiefelt, der Brustpanzer, Helm des Heils, Schwert des Geistes, Schild des Glaubens, immer nach vorne. Der Soldat hat nach vorne zu gehen. Ein gläubiger Soldat oder ein Christ als Soldat Jesu Christi kämpft, lebt nicht in der Verteidigung, sondern im Angriff. Und dann hat der König Pyrrhus gesehen, dass alle römischen Soldaten mit dem Kopfe in der Schlachtrichtung gefallen waren. Die sind also nicht auf der Flucht erschlagen und weggelaufen, sondern lagen alle in der Richtung gegen den Feind. Keiner ist geflüchtet. Jeder ist im Angriff gefallen. Und darauf soll dieser König Pyrrhus gesagt haben, hätte ich solche Soldaten, die ganze Welt wäre mein. Ja, aber ihr Lieben, was die Weltgeschichte lehrt, wie viel mehr lehrt uns das die Heilige Schrift? Wir haben den Befehl anzugreifen, wir haben den Befehl, geht hin in alle Welt. Wir haben nicht den Befehl, uns in den vier Wänden unseres Gemeindehauses oder unserer Familie uns zurückzuziehen und warten, bis die Welt zu uns kommt. Nein, die Waffen sind Angriffswaffen und dieser Brustpanzer ist nur nach vorne, nicht nach hinten. Von hinten kann gar nichts kommen. Der Feind kommt von vorne. Wenn du vorne an. Ihr Lieben, das ist der Helm des Heils. Eine Heilsgewissheit, die jeglicher Geisteskrankheit trotzt, die von keiner Gehirnwäsche zu überwinden ist. Und die größte Krankheit, so wie Paul Lesseur sie 1935 in Indien erlebt hat, die kann einem Gläubigen die Heilsgewissheit nicht nehmen. Bis zum Schwören kann ich es wissen, dass mein Schuldschein ist zerrissen. Und wenn die Bibel sagt, dass wir einen hohen Priester haben, der für uns betet, und wir liegen wirklich auf dem Kranken- oder Sterbebett und können nicht mehr beten, dann betet unser Heiland Jesus Christus für uns. Das ist der Helm des Heils. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob das nicht manchem von uns heute Abend Not macht, dass manche Gotteskinder nicht tief genug in dieser Heilsgewissheit gegründet sind, weil sie das Heil zu sehr auf sich selber gründen, was sie moralisch leisten für das Reich Gottes. Und wenn wir nicht befriedigt auf die Woche zurückblicken können, was ich alles für den Herrn Jesus geopfert, getan und gebetet habe, dann sind wir unzufrieden. Ihr Lieben, die Heilsgewissheit gründet sich nicht auf unser Tun. Die Heilsgewissheit gründet sich nicht auf unsere Gefühle. Die Heilsgewissheit gründet sich auf das Erlösungswerk von Golgatha. So wie es vom großen Charles Hutton Spurgeon aus England berichtet wird, ein Mann, der bis zu seinem Tode vor 6000 Menschen gepredigt hatte, eine Bibliothek hatte mit über 12.000 Büchern. Es gibt heute noch Bücher genug von ihm, die man nachlesen kann. Und dieser Spörtchen sagt auf seinem Sterbebett, meine ganze Theologie besteht nur noch aus vier Worten. Also ein Mann, der ein Leben lang Bücher voll geschrieben und gepredigt hat. Der ein Leben lang vor 6000 Zuhörern Sonntag für Sonntag seine Theologie entwickelt hat. Und wie lautet diese Theologie? Jesus starb für mich. Das sind die vier Worte. Und damit ist Spörtchen gestorben. Und ihr Lieben, das ist Heilsgewissheit. Heilsgewissheit ist das dankbare, glaubensvolle, intensive, völlige, ohne Verdienst gedankenhabende Annehmen dessen, was Jesus für mich getan hat. Das ist Heilsgewissheit. Wir sind alle so moralisch und so heidnisch und so katholisch. Wir meinen immer, wir müssen uns den Himmel verdienen. Ihr Lieben, der Himmel kann sich keiner verdienen. Der Schächer am Kreuz, der konnte sich nicht mehr taufen lassen. Der konnte keine Hände zum Gebet mehr falten. Der konnte keine Traktate verteilen. Der konnte nicht mehr in die Mission gehen. Der konnte keine Bibelschule mehr besuchen. Der konnte nur noch seufzen. Herr, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und der Herr sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Zum Zeichen, dass die Erlösung ein Geschenk aus Gnaden ist. Natürlich, wenn wir dieses Gnadengeschenk bekommen haben, sollen wir im Glauben wachsen und für den Herrn wirken. Das ist selbstverständlich. Aber was hier heute Abend Paulus meint mit dem Helm des Heils, bedeutet, unsere Heilsgewissheit gründet sich nicht auf das, was wir sind und haben, sondern auf das Erlösungswerk von Golgatha.
Und ihr Lieben, das ist jetzt ein anderer Psalm. Ich möchte dieses Wort nicht zu weit auslegen, aber ich denke an ein Wort aus dem 40. Psalm, das mir manchmal persönlich wichtig geworden ist. Da heißt es Psalm 40, Vers 12, und mein Herz hat mich verlassen. Es haben mich umgeben Sünden ohne Zahl, meine Haare, meine Sünden haben mich ergriffen. Ich habe mehr wie Haare auf meinem Haupte und mein Herz hat mich verlassen. Ihr Lieben, solche Stunden kennen wir, wie unser Herz uns verlassen kann. Ach, du taugst nichts, du bist nichts, du kommst nicht in den Himmel. Ach, was du gesündigt hast, ach, was du versagt hast. Und wenn wir dann älter werden, setzt psychologisch die sogenannte Altersreue ein. Ach, was habe ich in meinem Leben alles versäumt. Und dann hat mein Herz mich verlassen. Aber nur mal eine Frage, ihr Lieben. Sagt denn die Bibel, dass wir uns auf unser Herz verlassen sollen? Was unser Herz uns sagt? Also wisst ihr, wenn ich dem allem geglaubt hätte, was mein Herz mir schon gesagt hat, also dann würde ich heute Abend nicht mehr hier stehen. Und dann merke ich, das Herz lügt. Das Herz ist der intensive Mitarbeiter vom Satan. Nämlich das Herz, dieses trotzig und verzagte Ding, wie Jeremia sagt, dieser alte Mensch in mir, der sagt mir jedes Mal, jetzt am 24. März ist es wieder soweit, fahr ja nie mit dem Flugzeug, du stürzt ab. Nun muss ich mal aufzählen, wie oft ich schon mit dem Flugzeug geflogen bin. 50, 60, 70 Mal. Komischerweise lebe ich aber immer noch. Hätte schon 70 Mal abstürzen müssen. So hat mich das Herz belogen. Ich werde nie vergessen, dass ich am 40. Todestage meines ältesten Bruders fuhr, der als Kind gestorben ist mit 6 Jahren. Eltern vergessen sowas nie, ich könnte da stundenlang drüber sprechen. Sagt meine Mutter zu mir, müsst ihr gerade heute an dem Tage mit dem Flugzeug nach Israel fliegen? Ja, dann kriegen sie Anfechtung. Der ist schon gestorben und den stürzte ab und zu Hause hast du die unmündigen Kinder und, ach, was unser Herz uns alles sagt. Ja, wir Lieben, darauf gründen wir doch unser Glaubensleben nicht. Natürlich kann uns Gott mit dem Flugzeug abstürzen lassen. Natürlich können wir am Herzanfall sterben. Natürlich können wir eine Krebskrankheit bekommen. Gott ruft seine Kinder auch durch solche Schicksalsschläge in die Ewigkeit. Aber ihr Lieben, das Herz in meiner Brust belügt und betrügt mich doch den ganzen Tag. Du bist nichts, du taugst nicht, du kannst nicht, du stürzt mit dem Flugzeug ab, du verunglückst mit dem Auto, du kommst nicht in den Himmel. Ach, was bist du für ein elender Mensch. Ja, hören wir denn da drauf, ihr Lieben? Wir können doch nicht darauf hören, was unser Herz uns sagt. Ihr Lieben, wir müssen darauf hören, was die Schrift sagt, was die Bibel sagt. Ihr Lieben, das ist doch das Entscheidende. Und wenn hier der Apostel Paulus vom Helm des Heils redet, von der Heilsgewissheit, dann gründet sich doch meine Heilsgewissheit nicht auf dieses Herz. Oh, komme ich in den Himmel. Oh, ich bin gewiss verdammt. Oh, ich komme gewiss nicht in die Herrlichkeit. Oh, Gott hat mich verlassen. Entschuldigen Sie, wenn ich das hier so sage. Aber wir müssen hier mal nüchtern werden. Die Heilsgewissheit ist ein Gnadengeschenk Gottes. Gegründet auf das Erlösungswerk von Golgatha. Das hat mit meinen Gefühlen gar nichts zu tun. Ich muss den alten Menschen unter das Kreuz bringen und nach Römer 6 mich dafür halten, dass ich der Sünde gestorben bin. Aber nun achten Sie darauf, dass Paulus seltsamerweise den Helm des Heils und das Schwert des Geistes zusammenstellt. Und das Thema für heute Abend lautet ja nicht wie gestern Angriff oder vorgestern Bewahrung, sondern heute Abend heißt es Sieg. Und Sie merken, was wir jetzt für einen Sieg bekommen. Erstmal Sieg über uns selbst. Sieg im Helm des Heils und im Schwerte des Geistes. Also Sieg über uns selbst liegt jetzt in dem Helm des Heils. Sieg über uns selbst liegt aber auch in dem Schwert des Geistes. Denn Hebräer 4, Vers 12 sagt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Und ich muss mich jetzt sehr, sehr beherrschen, dass ich nicht so engagiert hier spreche. Und dieses zweischneidige Schwert muss mich zuerst getroffen haben mit der einen Schneide, damit die andere Schneide den anderen treffen kann. Und wenn hier geschrieben steht, welches ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, ist natürlich das die Angriffswaffe, mit der wir gegen den Feind zu kämpfen haben, so wie der Sohn Gottes. Bitte hören Sie, was ich sage.
bereits vor Golgatha den Satan moralisch besiegt hatte. Nicht juristisch, aber moralisch. Indem er dem Satan dreimal das Wort Gottes als Schwert des Geistes entgegenhielt und damit kämpfte. Indem der Sohn Gottes dreimal sagte, und es steht geschrieben, und es steht abermals geschrieben, und der Satan war geschlagen. Und ihr Lieben, das Wort Gottes, mit dem der Sohn kämpfte, der Sohn Gottes, gegen den Satan, ist uns jetzt in die Hand gegeben, dass wir ebenso gegen den Satan kämpfen. Aber nun bleibe ich mal bei uns persönlich. Ich möchte jetzt nicht wieder eine Evangelisationsansprache halten, dass nur das Wort Gottes allein die Menschen da draußen überzeugt. Und unsere Menschenworte, die können gar keinen Menschen zum Glauben führen. Wir können den Menschen nur das Evangelium sagen, überführen muss der Heilige Geist selbst tun. Aber wenn wir mit dem Schwert des Geistes kämpfen, wird nur das Wort Gottes in den Menschen Erlösung und Wiedergeburt. Aber ich sage es jetzt mal in Bezug auf uns. Der Sieg im Helm des Heils und im Worte Gottes liegt darin, dass das Wort Gottes mich als allererstes persönlich zu treffen hat, so wie der Heiland sagt, wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist. Das bedeutet, ich lese die Bibel für mich persönlich. Und was ich in meinem Herzen erlebt habe mit dem Worte Gottes, wie das Wort Gottes mich persönlich getroffen hat, darüber kann ich dann ein Zeugnis ablegen und darüber kann ich jetzt Evangelium verkündigen und predigen. Und bitte verstehen Sie mich richtig, wenn ich jetzt etwas sage, was ich sage, nachdem ich fast 25 Jahre gläubig bin und Gottes Wort lese, und wenn Sie sich meine Bibel anschauen, da stellen Sie von hinten bis vorne fest, die ersten Seiten gehen schon raus. Also diese Bibel ist wirklich durchgelesen. Sagt mal jemand zu mir, ist das eine Malbibel? Ich sage, nein, das ist eine Arbeitsbibel. Sagte heute jemand zu mir, Sie haben ja auch im Buche Hiob alles unterstrichen. Ja, gehört das Buch Hiob denn nicht zum Worte Gottes? Wissen Sie, ich sage es Ihnen jetzt vom persönlichen Studium. Ich persönlich könnte nie Gottes Wort verkündigen. Nie. Was ich nicht selbst erlebt habe. Und ich habe manchmal den Eindruck, verzeihen Sie, wenn ich das so offen sage, es gibt auch hier rühmliche Ausnahmen, ich sage es aber trotzdem, dass heute manche jungen Leute von Bibelschulen, Predigerseminaren, theologischen Fakultäten und Universitäten kommen, die Gottes Wort als eine Geisteswissenschaft rationell mit ihren Gehirnzellen aufgenommen haben, und sie geben das Wort Gottes als kalten, toten Stoff weiter. Und ich glaube, ihr Lieben, das ist eine der größten Nöte, in die die Gemeinde Jesu in unseren Tagen hineinkommt. Die Erweckungen, die wir vor 100 Jahren gehabt haben, von mir aus, Michel oder wer hier in dieser Gegend bekannt ist, ist von Männern heraufgeführt worden, die Wort Gottes erlebt haben. Und ihr Lieben, wenn ich selbst auf zwei verschiedenen Seminaren gewesen bin, aber dort habe ich doch das Wort Gottes nicht so als kalten, geisteswissenschaftlichen Stoff studiert. Nun haben sie dir was beigebracht, jetzt geh mal auf die Kanzel und dann lies mal deinen Sermon ab und sag Amen. Aber bitte nicht länger als 20 Minuten. Du darfst über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Das ist der moderne Evangelist heutzutage, der moderne Prediger. Nein, ihr Lieben. Das Wort Gottes muss man selbst erlebt haben. Ich hörte mal einen Bruder aus Russland, er wohnt jetzt hier irgendwo in Deutschland, der hat das Wort erlebt, lass die Toten ihre Toten begraben. Nun, für mich ist dieses Wort gerade von meinen Israelreisen her klar, wie der Herr unter seinem Volk gewirkt hat. Die geistlich Toten sollen die leiblich Toten begraben. Dieser gute Bruder aus Russland hat es anders erlebt. Es war nach dem Krieg und nun war in diesem Massenlager, wo die Leute sowieso starben. Ich weiß nicht, was das war. Sollten so und so viel, 100 oder 1000 Deutsche erschossen werden. Und dann mähten die Maschinengewehre da durch. Und sie fielen dahin, einer nach dem anderen. Und dann musste ein Teil erstmal die Massengräber schaufeln und die fielen dann hinein.
Und dann müssen sie die Massengräber wieder zuschaufeln, in dem Wissen, bei dem letzten Massengrab kommen wir dann dran. Und dann kam, bevor jetzt das Erschießungskommando zu den Deutschen kam, wo dieser Bruder mit dabei war, da kam der Befehl, dass aufgehört werden musste mit dem Erschießen. Ich sag's jetzt kurz gedrängt, die Geschichte ist etwas länger und umständlicher. Und dann mussten die, die übrig blieben, alle Reste beseitigen von dieser Erschießungsaktion, alles in die Massengräber tun und dann die Leichen hinein und dann die Erde darüber, dass man nichts mehr sehen konnte. Und dann sagt er, als wir dort die erschossenen Kameraden begraben haben, dann verstand ich auf einmal, was es heißt, lass die Toten ihre Toten begraben. Ich stand ja auch auf der Liste, der erschossen werden sollte. Ein paar Minuten später wäre ich auch tot gewesen. Ich gehörte ja eigentlich auch zu diesen Toten. Und ich als schon dem Tode geweihter, ich begrabe jetzt die Toten. Ich könnte jetzt von meinem persönlichen Leben erzählen. In meiner Bibel stehen unzählige Anmerkungen, wie Gott mich durch sein Wort geführt hat, wie er mir Kraft, Zuspruch gegeben hat, Wegweisung. Mein ganzes Dienstleben im Reiche Gottes als Verkündiger des Evangeliums ist ausschließlich auf das Wort aufgebaut. Ich könnte keinen Schritt gehen, wo ich nicht wüsste, dass der Herr durch sein Wort mir die Verheißung dazu gegeben hat. Und der Herr hat buchstäblich bis heute, ich könnte fast sagen, das Wort bis ins Letzte erfüllt. Ich möchte hier keine persönlichen Beispiele erzählen. Manche verstehen das so, dass man sich selbst groß machen will. Und auf der anderen Seite sind das so kostbare, intime Erlebnisse zwischen dem Gläubigen und dem Herrn, dass man eigentlich gar nicht darüber sprechen kann, weil sie so köstlich sind. Und ihr Lieben, ich stelle euch jetzt die Frage, warum haben wir so wenig fruchtbares Gemeindeleben? Warum seufzen wir oft über die Verkündigung hin und her in unseren Gemeinden? Weil wir so vieles tote Buchstaben, Kopfwissen haben. Ein Prediger sagte mal zu mir, ich brauche 8 Stunden, um eine Predigt zu machen. Naja, der Tischler braucht vielleicht auch 8 Stunden, um einen Stuhl zu machen oder einen Tisch. Gewiss muss man sich auch auf eine Predigt vorbereiten. Aber ihr Lieben, man kann doch nicht wie ein Handwerker oder wie ein Architekt oder wie ein Ingenieur sagen, wir wollen jetzt eine Predigt machen. Das muss doch errungen werden. Wenn er jetzt gesagt hätte, ich muss 8 Stunden auf den Knien liegen, damit mir Gott sein Wort schenkt, das wäre schon anders gewesen. Wenn hier von dem zweischneidigen Schwert, von dem Schwert des Geistes die Rede ist, von dem Worte Gottes, dann müssen wir das als allererstes in Betracht ziehen. Es muss uns getroffen haben bis ins Letzte. Und dann kann es auch andere treffen. Und ich bin fest davon überzeugt, ihr Lieben, bin fest davon überzeugt, dass die Bibelstellen, so sagt es Hans Dannenbaum, dass die Bibelstellen uns am wenigsten Not zu machen haben, die wir nicht verstehen. Sondern die Bibelstellen, die wir verstehen, wo das Wort uns trifft, wenn wir die tun, dann haben wir genug zu tun. Und wir suchen ja dann immer so in krämerischer, sektiererischer, irrlehrerischer Besuchaktion, ob wir nicht noch eine Bibelstelle finden, ach, die Offenbarung, die ist so schwer, das kann ich gar nicht verstehen. Und dann machen wir unsere Sorgen über Bibeltexte, die wir nicht verstehen können. Ihr Lieben, wir sollten uns Sorgen über die Bibeltexte, die wir verstehen können, wo Gott uns sein Wort und sein Befehl gibt. Aber nun möchte ich bei diesem Worte Gottes, bei dem Schwert des Geistes noch ein anderes sagen. Und das ist mir auch von größter Wichtigkeit. Der Apostel Paulus sagt an einer anderen Stelle, es ist für mich zum Leitspruch geworden für mein ganzes Leben. Wir aber predigen Christum den Gekreuzigten. Sie kennen dieses Wort aus 1. Korinther 1, Vers 23. Und ihr Lieben, ich glaube, dass hin und her in manchen unserer pietistischen Erweckungsgemeinden Jesum Christum der Gekreuzigte zu wenig verkündigt wird. Wir haben so eine oberflächliche Moralpredigt, dass keinem zu nahe getreten wird, dass Missstände und Sünden nicht mit Namen genannt werden und dass, wenn überhaupt etwas Ansprechendes bei dem Worte Gottes unser Herz erreicht, bleibt zum Schluss doch wieder eine Moralpredigt. Wir müssen, wir sollten, wir sind ja Gottes Kinder, müssen wir nicht und so weiter und so fort. Und ihr Lieben, mir ist bei diesem Zusammenhang Folgendes wichtig geworden. Wir haben 3-mal in der Bibel
dass der Vater akustisch hörbar vom Himmel auf diese Erde herabspricht und sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Wo liegt nun das Wohlgefallen des Vaters bei seinem Sohn? Das erste Mal sagt der Vater sein Wohlgefallen über den Sohn, als Johannes der Täufer am Jordan stehend den Sohn Gottes nicht taufen will. Und der Sohn Gottes sagt, es muss alle Gerechtigkeit erfüllt werden, er geht in die Fluten des Jordans hinein. Und da kommt die Stimme vom Himmel, dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen, ihn hört. Und was tut Johannes der Täufer, bevor er den Sohn Gottes tauft? Er weist auf ihn hin als das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Das Wohlgefallen des Vaters über den Sohn ist in der Verbindung, das ist Gottes Lamm, der gekreuzigt. Dann lesen wir ein zweites Mal in Matthäus 17, auf dem Berge der Verklärung, wo Petrus sich so sehr vergisst, dass er sagt, drei Hütten bauen, obwohl er eigentlich sechs Hütten bauen müsste. Für den Herrn eine, für Elia eine, für Mose eine, für Petrus eine, für Jakobus eine, für Johannes eine. Nein, er sagt nur drei Hütten. Wer auf dem Berg der Verklärung den Herrn Jesus gesehen hat, vergisst sich selbst. Das ist die Geschichte von dem Berg der Verklärung. Und da sagt wieder der Vater vom Himmel, den höret, das ist mein lieber Sohn. Was aber jetzt Matthäus nicht sagt, sagt Lukas 9. Und Lukas 9 ergänzt, dass Mose und Elia mit dem Herrn Jesus reden über den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen soll. Ja, was ist denn der Ausgang in Jerusalem? Das Kreuz. Also wiederum, das Wohlgefallen des Vaters liegt auf seinem Sohn, weil er der Gekreuzigte ist. Und dann haben wir das dritte und letzte akustische Reden vom Himmel, wo das Volk sagt, es donnert. Die anderen sagen, es redet ein Engel mit ihm, Johannes 12. Die Griechen kommen und wollen Jesum sehen und ein Jünger sagt dem anderen weiter und der Heiland sagt, bei mir gibt es nichts zu sehen als nur das Weizenkorn. Wenn ihr bei mir was sehen wollt, dann seht ihr das Weizenkorn. Das Weizenkorn fällt in die Erde, muss ersterben, bringt viele Frucht. Und indem der Heiland von seinem Sterben spricht, dass Golgatha für ihn das Weizenkorn ist, in dem Augenblick kommt die Stimme vom Himmel, ich habe ihn verklärt. Und will ihn abermals verklären. Das Wohlgefallen des Vaters liegt auf dem Sohn als dem Gekreuzigten. Und ihr Lieben, das Wohlgefallen des Vaters liegt auf uns persönlich, ob wir nun Brüder sind, die am Wort dienen, ob sie als Gemeindeglieder versuchen, dem Herrn zu dienen und seinen Namen zu bezeugen. Das Wohlgefallen liegt auf uns, den Gläubigen, und auf uns, den Gemeinden. Wenn wir das Wort vom Kreuz verkündigen. Und das Wort vom Kreuz lautet Kulah Vayit. Es ist vollbracht. Das ist das Wort vom Kreuz. Und wenn hier der Apostel Paulus davon spricht und sagt, Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? So muss unser Geistesschwert geführt werden, dass das Wort vom Kreuz verkündigt wird. Und wie oft hört man heute Evangelisation? Ich habe vor über 10 Jahren mal eine Evangelisation mitgemacht an einem Kurort. Ich habe geistlich gesprochen, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Da sprach der Verkündiger, wie gesagt, er war ein sehr moderner, nur 20 Minuten und viel Tamtam und Blechmusik und Urwaldmusik war dabei. Und dann sprach er über Rauschgift und über die Sexwelle und Pornografie und über die Jugend, die nichts taugt und. Ganz zum Schluss noch 3, 4, 5, 6 Worte. Komm zu Jesus, er macht dein Leben neu, du wirst glücklich und zufrieden bei ihm. Amen. Kein Wort vom Kreuz, kein Wort vom Blut, nichts von dem Sünderheiler. Hat sich natürlich kein Mensch bekehrt. Und wenn sich Menschen bekehren, frage ich, werden hier nicht törichte Jungfrauen künstlich erzeugt? Wenn wir an das Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen denken? Oh, ihr Lieben, was ist das für eine Not? Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, hat die zentrale Botschaft von dem gekreuzigten und auferstandenen Heiland. Und damit kämpfen wir. Und das ist jedes Mal das Wort, was wir bei der Einsetzung des Abendmahls hören,
ihr sollt den Tod des Herrn verkündigen, bis dass er kommt. 1. Korinther 11, Vers 26. Und dieses Wort, ihr Lieben, ist das Wort, was uns selig macht. Und dieses Wort, was Jesus den Gekreuzigten in den Mittelpunkt stellt, das bewahrt uns vor Sektiererei, das bewahrt uns vor Irrlehren, das bewahrt uns vor Schwärmerei, das bewahrt uns vor Gesetzlichkeit, das bewahrt uns vor unbiblischer Lehre. Darf ich es mal so ausdrücken, das bewahrt uns davor, dass wir nicht anfangen, als Gemeinde Jesu in uns selbst genügsam zu sein. Und fange nicht an, wir sind ja der Welt abhold, dass wir nicht mit der Welt sündigen, sondern fangen an, mit uns selbst zu sündigen. Dass nur wir, alles dreht sich um uns selbst, wie so eine geistliche Selbstbefriedigung. Oh, wie oft hört man das, unsere Gemeinde. Natürlich ist das richtig, dass Gott uns in unsere Gemeinde gestellt hat. Aber ihr Lieben, wenn der Jesus Christus im Mittelpunkt steht, dann muss es heißen, in unserer Gemeinde ist Jesus der Herr. In unserer Gemeinde wird der Gekreuzigte verkündigt. In unserer Gemeinde leben Menschen, die mit Christum gekreuzigt sind und das Schwert des Geistes gebrauchen zur Ehre des Herrn, dass der Feind geschlagen wird mit der Siegesbotschaft, die da lautet, es ist vollbracht. Er hat der Schlange den Kopf zermalmt. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Er hat öffentlich Schau getragen und ein Triumph aus ihnen gemacht, den Fürstentümern, den dämonischen Gewalten. Das ist Sieg durch Helm des Heils und durch Schwert des Geistes. Und Sie merken, dass ich mich heute Abend ganz auf uns persönlich beschränkt habe, weil ich glaube, aus der Erfahrung der langjährigen Seelsorge und Verkündigung festgestellt zu haben, hier hängen viele Gläubige buchstäblich innerlich fest. Hier hängen sie fest, weil es mit der Heilsgewissheit nicht stimmt und weil die Verkündigung oft eine unbiblische geworden ist, weil die Verkündigung nicht im Zentrum Jesum Christum, den Gekreuzigten, hat. Ich möchte heute Abend dieses Wort nicht abschließen, ich sage schlicht und einfach, wir brechen ab, weil wir morgen bei der Schlussversammlung Vers 18, 19 und 20 betrachten wollen, wo es heißt, und betet stets. Und das ist nun die Verbindung, die Streiter Jesu Christi mit ihrem Feldherrn im Gebet haben. Und die ältere Generation weiß, wer von euch als ältere Männer im Krieg war, wie schrecklich war das, wenn man als Soldat von der eigenen Truppe abgeschnitten war. Und ihr Lieben, es ist gefährlich, ein Glaubensleben zu führen, indem man abgeschnitten ist. Von der Truppe abgeschnitten, vom Hauptmann abgeschnitten, vom General abgeschnitten, vom Führerhauptquartier. Und das werden wir morgen nun hören, was es bedeutet, durch das Gebet in einer tiefen Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus zu stehen. Wir haben aber bei all den bisherigen Verkündigungsstunden gemerkt, obwohl es uns manchmal angreift und uns die wunden Stellen zeigt, ist es auf der anderen Seite so etwas Frohmachendes, dass der Heiland uns jetzt nicht aus unserem Dienst entlässt, uns nicht die Waffen abnimmt und sagt, ihr seid suspendiert, sondern dass er uns immer wieder neu unter die Waffen ruft und wie es wörtlich vom griechischen Grundtext heißt, immer wieder neu ermunternd zuruft und nun habt angezogen und nun habt ergriffen und nun stehet an den Beinen gestiefelt und nun nehmet den Helm des Heils. Und ihr Lieben, ich muss euch ehrlich sagen, das macht mich so froh und so getrost. Wenn es hier nach irdischen Maßstäben ging, also die Offiziere, die hätten solche Mannschaften schon längst weggejagt, wie wir oft im Reiche Gottes als Kämpfer Christi versagen. Aber unser Heiland ruft uns immer wieder neu zurecht, behält uns in seiner Heeresmacht, in seiner Kriegskompanie, wo wir als Armee des Herrn, als Armee des Heils kämpfen dürfen und das alles in seinem vollbrachten Sieg. Das ist ein wunderbarer Kampf und ich wünsche euch viel Freude, Gottes Segen und den Sieg für euer persönliches Leben, den der Herr für uns längst auf Golgatha vollbracht hat, als er rief das Wort vom Kreuz, es ist vollbracht.